Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, hier haben wir geparkt. Nach der Night Session. Der Morgen ist jetzt auch schon angebrochen. Und jetzt spielen wir halt einfach mal eine Runde weiter. So, hier, ein Taubenschlag. Ich kann wieder neue Missionen machen. Mal gucken, was mich hier erwartet. So, Verträge stehlen wurde erfolgreich abgeschlossen. Jo, das ist gut. Servitore, Relikt stehlen, jawohl. Herold eliminieren, abgeschlossen. Reisen gehen. Mercenario, Milize. Super. Und die Seppolo, genau. Guerriero, das ist auch geil. Exzellent. So, jetzt haben wir hier durch die Level-Ups gibt es auch wieder Punkte zu verteilen. So, hier Waffen. Machen wir erstmal. Rüssi. Gibt es hier noch einen Punkt irgendwo? Hier noch einen. Noch eine Rüssi. So, hier auch noch eine Rüssi. Da freuen sie sich. Die Rekruten. Oh, der hat sogar zwei Knödel. Super. So, und hier auch zwei Punkte. So, und jetzt der letzte hier, der kriegt einen Punkt, wenigstens kriegt eine bessere Waffe. Exzellent. Was will man mehr? So, jetzt gucken wir mal Aufträge. Venedig. Eigentum beschädigen und einen Hauptmann verteidigen. Ja, können wir mal probieren jetzt, ne? Jetzt, wo wir so viele große haben, 17% Aussichtschance nur. Das ist echt schlecht. Bäh. Das ist noch zu schlecht. Und das ist ja auch nicht viel besser. Gehe ich mal davon aus. Nee, das ist auch nicht viel schöner. Gut, gehen wir Barcelona, genau. Sauber machen. Da hätten wir doch bestimmt einen Kleinen da. Hier, der Kleine, der freut sich darüber. So, Mission starten. Akzeptieren. Trümmer auflesen. Wow. Das ist immer noch zu hart. Ist ein Vierer. Den können wir machen. So, nehmen wir noch einen. Warte mal, nehmen wir hier mal die Vierer mit. Die kriegen gut XP dafür. So, und hier noch den Fünfer. Exzellent. Dann wird das auch was. So, hier ist sonst noch was? Nee. Paris. Das ist ein Dreierauftrag. Da können wir auch mit kleinen bestücken. Okay, so viel kleine habe ich gar nicht mehr. Dann machen wir mal Start. Kleidung stehlen. Jawohl. Glaubst du mal die Kleidung? So, hier. Ende zu. Wunderbar. Kriegen sie auch wieder massig XP dazu. Und auf der Spur. Mal gucken, ob es hilft. Buddhistische Gebetsperlen. Würde es bringen. Ja, das klappt. Das klappt sogar. So. Wenn ich die abgearbeitet habe, bin ich auch zufrieden. So, Odela. Jetzt haben wir ordentlich eingeheimst. Und da vorne wäre noch ein Türmchen. Ein Türmelein. Ist aber nicht so hoch. So. Ach so, das ist hier dieses Dingens, ne? Hm. Kann ich jetzt noch nichts machen. Kann ich ja noch nicht mal hoch, weil es kaputt ist. Es ist hier kaputt. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Natürlich, nur das Beste vom Säftchen, ne? Ja. Nur das Beste vom Säftchen. So, wo war denn hier der Architekt? Wo gab es hier einen Architekt? Du hast gesagt, ich habe den Plan hier hingelegt. So, was will... Ja, jetzt kann ich es reparieren. 2625. Oh, seht euch das an, wie schön das jetzt aussieht. Grazie, addio. Ja, ne? Bist du zufrieden? Gut, jetzt geht er weg. Jetzt kann man hier auch hochklettern. Endlich. Wo waren hier die Leiter? Wo war jetzt die Leiter gewesen? Ist das schon ein schönes Bild? Kann man das kaufen?
Sieht schön aus. So, irgendwo war die Leiter dazu. Da hinten. Ho sbagliato. So, hier klettern wir hier mal rauf. So. Jetzt kann ich den Turm auch mal. Ui, das ist ein schönes Aquädukt. Und soll mir hier nicht reingehen, weil das ja sauberes Wasser sein soll. So, synchronisierte Aussichtspunkte. Wurden jetzt hier rein. Platsch. Gut. Jetzt gucken wir mal. Gibt es sonst noch was? Warte mal, hier ist noch ein Gebäude, was freigeschaltet werden könnte. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es so ist. Ja. Hier noch ein Zettel. Oh, jetzt bin ich auf 5 oder 10% runter. Das ist auch gut. So, untersuchen. Können Sie jetzt für die Diebe machen, für die Söldner und für die Kurtisanen? Ich mach's mal für die Diebe, oder? Machen wir es für die Diebe? Ja. Super. So. Jetzt gucken wir mal. Braucht ihr medizinische Hilfe? Was wird die nächste Mission sein? Machiavelli steht hier immer noch unter Verdacht. Mal gucken, was er uns anzubieten hat hier. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber. Ezio, Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Ohne Volpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Das wäre ziemlich heftig. Okay, Zweitbesetzung rufen. Micheletto zur Aufführung folgen. Bei der Verfolgung einen Weg finden, wie die Assassinenrekruten das Stück infiltrieren können. Akzeptieren und wie kriegt man volle Sync? Die Assassinenrekruten einsetzen, um die Ziele zu eliminieren. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, und hier ist noch ein Petzmich-Zettel. So, wie gesagt, hier. Ratz. Kommt und seht meine Handwerkskunst. Ja, ich würde sie gerne sehen, aber ich bin blank im Moment. Da ist nichts mit ansehen. Na gut, ansehen könnte ich sie schon, aber naja, wird nicht viel helfen. Porta Nomentana. Porta Nomentana. Als eines der unwichtigen Tore in der Aurelianischen Mauer hatte das Porta Nomentana ursprünglich nur einen Bogen und war von 2 halbrunden Türmen eingefasst. Einer der Türme wurde in das Grab eines Mannes namens Quintus Arterius umgewandelt, von dem es hieß, er sei von Schmeichlern ins Verderben geführt worden. Aber das Geschichtsbuch lacht zuletzt. Der Turm ist inzwischen Teil der britischen Botschaft. Mit den Diplomaten als Nachbarn werden seine toten Ohren nie wieder Schmeicheleien anhören müssen. Ja, da gibt's dann. Da sind sie dann not amused. Bitte, ich habe nichts getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen? Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna preis. Und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke.
Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen? Hab Dank, Cesare. Das werdet ihr nie... Wache! Gebt Micheletto die Kostüme für das Spiel. Lucrezia gehört mir. Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird. Ich gehorche, Cesare. Oh ja. Werft Francescos Leiche in den Tevere. Tja, so kann's gehen. Okay, jetzt muss ich hier mit dem Pferdchen hier länger. So, Francesco Droche, das kann ich noch vorlesen. Geburtsjahr 1459, Beruf Kämmerer und Sekretär des Papstes. Francesco, Senator Egidio Troches jüngerer Bruder, arbeitete für den Vatikan und war ein enger Vertrauter des Papstes. Unter anderem bespitzelte er Lucrezia bei ihrem Aufenthalt in ländlichen Gefilden und wurde an den französischen Hof geschickt, um König Ludwig unter Druck zu setzen, ihre Ehe mit Alfonso I. zu begünstigen. Der Glückspilz Alfonso, Ehemann Nummer 3, schaffte es, nicht getötet oder gedemütigt zu werden, so wie es Lucrezias Ex-Männern widerfahren war. Cesare ermunterte Francesco im Jahre 1502 nach Frankreich zu reisen, um Ludwig zu überzeugen, der Orsini-Familie seine Gunst zu entziehen. Danach scheinen sie ein kleines Zerwürfnis gehabt zu haben. Als Sahnehäubchen suchte Cesare den Adligen Jacopo di Santa Croce heim und tötete ihn ohne erkennbaren Grund, nachdem Micheletto Francesco stranguliert hatte. Als Francescos Leichnam im Tiber schwamm, verfasste Cesare eine Erklärung und verlangte seine Verhaftung. Er behauptete, er sei aus Rom geflohen, ein früher Fall des gerissenen Politikers, der sich eine hübsche Geschichte für die Presse ausdenkt. Tja, da haben sie schön gecheatet. Oh. Oh, jetzt macht er langsam, jetzt muss ich aufpassen. Oh, oh, oh. Aspetta. Ruhig. So macht er rum. Oh, oh. Ui! Andiamo! Ja, wie soll denn das jetzt gehen? Also ein bisschen leichter gesagt wie getan. Jetzt bleibt er mitten auf dem Weg stehen, dreht sich um, um zu glotzen. Da könnte ich ja gleich zu Fuß gehen. Das ist ungefähr so nützlich wie Fußpilz oder so. So gut, immer schön langsam drabbeln. So, der bleibt jetzt da stehen, oder? Oder auch nicht. Okay, er bleibt immer noch nicht stehen. Werde ich auch noch mal hier die Geschwindigkeit so beibehalten. Nur mal ganz kurz beschleunigen, damit er im Sichtfeld bleibt. Gut, er reitet weiter. Er dreht sich nicht um. Immer schön langsam. Was macht er jetzt? Nein. Nicht so dicht. Es wäre fast zu dicht. Okay, er steigt ab. Was macht er jetzt? Okay, Micheletto's Männer aufspüren. Ruhig. Nicht gut. Jetzt muss ich da versuchen einzuschleichen. Gut, die ignoriere ich einfach mal. Da oben sitzt einer. Na komm her. Oder ist der da oben? Nee, der ist nicht. Da hinten ist der. Ich renne mal hier durch. In der Hoffnung, dass mich keiner sieht. Halt! Stehen bleiben!
Mist. Haltet ihn auf! Los! So, hier kriegst du einen schönen Dingel. So, und du auch gleich. Gut. Jetzt! Tut das nicht! Ob und Schlitsch. Aua. Und Schlatsch. Und. Ah, Mist, ey. Kein Grund, mich zu töten. Jawohl, hier kriegst du ein paar aufs Fressbrett. So, Gift voll. Ich brauche unbedingt wieder ein kleineres Schwert. Aber wenigstens gab es keinen Großalarm. So, ich switche mal auf eine andere Waffe. Mal schön den Silencer hier. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. So, gehen Sie nah genug heran, um ein Ziel hervorzuheben. Was soll denn das? Dieser Mann. Woher kenne ich ihn nur? Ich habe keine Apfelsinen mehr. Scheiße. So, schnell, schnell, schnell. Ah. Kacke. Gut, das haben wir versaut. Ich hatte ja keine Apfelsinen mehr übrig. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Muss ich ihn halt selbst töten. Gibt's halt nicht 100% Sync. So. Wenn wir hier den Modus mal ein bisschen ändern auf Brutale. Das ist doch nicht gerafft, ne? Ja. So, ich will noch nicht mit dem Pferd durch. Das würde nur noch mehr Aufsehen sorgen. Was? Schnell, schnell, schnell. Okay. So. Das sieht aus wie. Moment. Gut, die haben das nicht gerafft. Geh mal davon aus. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Tieni. Gut, jetzt muss ich ihn leider selber umlegen. Anhalten. Oh oh. Ich kenne. Okay. Wurde halt fehlgeschlagen, ne? Ja. Muss ich halt mitleben. Was, jetzt haut er ab? Oh man, da oben sind noch mehr Waren. Nicht gut. Ja, ich mach ja schon. So. Hi, hi! So, da reitet einer vorne weg. Ich hoffe, das ist kein Spitzel gewesen. So. Noch hin. Andiamo! Jetzt gibt er aber Gas hier. Oh. Oh, oh. Was macht denn er jetzt wieder? Nee, 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 nee. Nicht zurückreiten. Shit, das wäre fast schief gegangen. Okay, Mission sauber machen war erfolgreich. Könnt ihr jetzt nochmal. Naja, das wird ja nichts bringen, da wird ja die Zeit zurückgedreht. So, Priester angreifen, auch erfolgreich.
Sind wir wieder ein Mercenario mehr. Huhuhu. Ich hab mich fast gesehen. Wurden Micheletos Männer aufspüren. Okay, das war jetzt so ganz knappig. Kommt mal mit, ihr Hübschen. Zeit für ein bisschen Ablenkung. So, lenkt mal die Wachen ab. Oh Mann, hier wird's heiß. Hier wird's richtig heiß. Hier sind noch mehr Wachen. So, die sind auch abgelenkt. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Gut, ich muss hier weg. Zieht er mich. Gut, ich hoffe, der ist abgehauen. Okay, jetzt muss ich schnell machen. Auf ihn. Tschüss. So, ihr schlaft jetzt. Ich muss es schaffen, ich muss den Nörgel kriegen. Ah, scheiße. Jetzt habe ich den Krüppel verloren. Ah, scheiße. Gut, nochmal. Leider. Aber ich habe ja jetzt wieder Apfelsinen. Da kann ich die hier drauf schicken, da kann ich dem hinterher. Dann ist das etwas leichter. Was mache ich hier oben jetzt? Das war so auch nicht vorgesehen. So, hier ist er. Ui. Geh weiter. Misericordia. Wieso geht er jetzt nicht weiter? Ich hab nichts damit zu tun, Micheletto. Okay, er checkt nichts. Sau gut. Ist wie vom Stand aus aufs Pferd drauf. Das war sehr gut.